Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Liga hier bei uns auf krone.tv. Heute ein Gast, der eigentlich am Wochenende auf der Trainerbank sitzen hätte sollen, aber Corona macht es möglich, leider nicht. Herbert Karrer, hallo und herzlich willkommen bei uns im Studio. Hallo Marco. Eigentlich wäre das Spiel gegen den Tabellenführer angestanden, gegen Machfeld-Mannsdorf. Leider ins Wasser gefallen, oder? Das ist schon ein bisschen so, wo man sagt, ich halte es schon fast nicht mehr aus ohne Fußball, oder? Ja, ich muss da ehrlich sagen, ich hätte aber jetzt gar nicht gewusst, wie wir das Wochenende gespielt hätten, weil es jetzt schon so lange jetzt ist, dass man kein Spiel gehabt hat. Ja, dafür hast du mich. Ja, natürlich. Du bist sehr gut informiert, auch nach wie vor. Und ja, aber es ist halt einfach schon sehr lange und ich bin hoffentlich und sehr froh, dass es jetzt bald wieder losgeht, zumindest mit Training. Was hast du eigentlich stattdessen gemacht? Boah, mir war extrem fad. Am Anfang habe ich gar nicht gewusst, was ich machen soll mit meiner Zeit, weil der Ablauf einfach so gewohnt ist und so. Du gehst arbeiten und dann gehst zum Training, dann hast du am Wochenende die Spiele. Das fällt dann auf einmal weg. Aber ich habe dann die Zeit sinnvoll genützt, habe mir ein bisschen so einmal überhaupt meine Trainerkarriere von Beginn an, also seit 2002, so ein bisschen chronologisch habe ich mir das ein bisschen durchgeschaut. Lass uns teilhaben. Nein, das hat nichts. Nein, mich hat es einfach interessiert, wie viele Spiele das insgesamt schon waren und so. Und man hat dann auch, ich habe meine Aufzeichnung jetzt ein bisschen durchgeschaut, da sieht man halt dann auch wieder teilweise Aufstellungen, die wirklich, wo was weiß ich, dann noch in der U15, da weiß ich nicht, wer dann alle noch gespielt hat, Dragovic, Alaba und so weiter und so weiter. Und die waren aber dann nur Ersatz teilweise. Ja, also ist am Trainer gelegen oder was war da das Problem? Oder die Spieler waren noch nicht so gut. Nein, und viele, viele wirklich schöne Erinnerungen. Da ist sehr viel Zeit vergangen, muss ich ehrlich sagen. Und dann, wie ich das fertig gehabt habe, habe ich dann mich gekümmert, einmal, dass der Keller entrümpelt wird, der Abstellraum, die Garage und so weiter. Solche Dinge, die man normal eigentlich nicht gern macht oder nicht machen will, wenn man es ein bisschen rausschiebt. Und muss sagen, das Haus schaut jetzt schon fast picobello aus. Ja. Haben eigentlich nicht alle diese Trainerkarriere gehabt wie du, aber die meisten haben dann das Haus entrümpelt. Also die haben dann mit dem schon begonnen. Also ich kenne viele, die das so gemacht haben. Das einzige Problem war, wenn die Missplätze dann zugehabt haben, die Leute haben das nicht wegführen können. Da ist schon ein bisschen etwas getürmt gewesen dann auf den Straßen und Einfahrten. Das hat dann nicht sehr schön ausgesehen. Aber jetzt ist das Haus picobello. Der Garten auch? Oder hast du nicht schon grünen Daumen? Garten ist noch verbesserungswürdig, aber, aber kein englischer Rasen bei Herbert Karrer. Der Manuel sagt immer, wir sollen einen Kunstrasen legen. aber nein, der Garten, aber natürlich kommt da jetzt, da, um den werden wir uns ja auch kümmern. Aber man kann nur eins nach dem anderen machen. Ja, ein bisschen Zeit hast du ja noch. Aber am Wochenende hat es ja trotzdem Fußball gegeben. Du wirst es angeschaut haben, nehme ich mal an, stark an. Deutsche Bundesliga hat begonnen, hat aber mit Fußball wenig zu tun, oder? Keine Atmosphäre, keine Stimmung, außer dass am Platz ein bisschen ein Ballgeschiebe ist und ganz was anderes, oder? Ja, solche Geisterspiele. Ja, wie du sagst, es ist ganz anders, aber es geht halt einfach nicht anders. Man muss mit der Situation, man ist ja froh, eigentlich ist man ja schon froh. Ja. Also man hat ja, ich habe mich extrem gefreut, ja, dass ich endlich wieder zuschauen kann. Fußball, Bundesliga, deutsche Bundesliga. Aber wie du richtig sagst, am Ende des Tages war es nicht das Gelbe vom Ei. War es nicht das Gelbe. Das Gelbe vom Ei, wenn du es schon so nennst, war eigentlich eure Saison. Jetzt nach 18 Spielen zwar abgebrochen worden, aber ein schöner Höhenflug vom Team Wiener Linien. Sechster Platz, 27 starke Punkte, muss man sagen, nach 18 Runden. Am Ende hat es ein 3:0 gegen Brugg an der Leiter gegeben. Das heißt, man hat sich mit einem Sieg verabschiedet aus der Saison. Es hat eine Serie gegeben, 8 Spiele nicht verloren. Dann ist, glaube ich, Mauerwerk gekommen. Ne? Aber es waren ja auch 5 Remis dabei, ist ja egal, aber man hat 8 Spiele nicht verloren. Man darf ja auch, muss die Kirche im Dorf lassen, wie du auch immer sagst, es ist das Team Wiener Linien. Das Budget von Verein ist nicht so wie beim Sportclub oder eben im Mannsdorf, wo du vorher drin warst. Kann man trotzdem mehr als zufrieden sein, glaube ich, oder? Ja, absolut. Das war eine Megasaison. Ja, das ist also sensationell, was wir dann geleistet haben bis zu dem Abbruch. Also das ist dann manchmal als Trainer
kannst du das als Trainer eigentlich, obwohl du immer sehr positiv natürlich bist, kannst du das nicht erwarten. Ja. Und überhaupt nach unserem Start, der eben Vorbereitung war alles andere als positiv. Also das war. Aber die war ja im Winter auch so. Naja, das im Winter ist wieder was anderes. Da habe ich echt noch mit dir ein Hühnchen zum Hüpfen bei deinen Expertisen über die Vorbereitung, wo gehört habe, in Herbert Gager ist egal, ob es gewinnen oder verlieren, auch in der Vorbereitung und so. Also das stimmt ja nicht. Also da hast du wieder irgendwas erzählt. Aber es war im Sommer was ja, da bin ich ja neu zur Mannschaft gekommen. Das war der große Unterschied und da hat vieles halt nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht dann erhofft oder vorstellt. Und da war dann schon wirklich, da habe ich nicht genau gewusst, wo fangen wir als Erster an, wo setzen wir den Hebel an. Und ja, und die ersten, die Auslosung war ja auch nicht so besonders, sage ich jetzt einmal, mit drei Auswärtsspielen in die ersten vier Spiele und so. Also da hat dann, es hat dann halt, der Erdmann war dann am Anfang nicht da, obwohl er sehr gut vertreten worden ist von Max. Und viele Sachen, halt, wo man halt nicht gewusst hat, wie wird es. Und wie man sich aber dann im Laufe der Herbstsaison zusammengefunden hat, wie die Mannschaft dann aufgetreten ist und wie sie gegen jeden Gegner, ein Gegner auf Augenhöhe war, manchmal sogar besser gegen viele Mannschaften, die höher einzustufen sind und wie du sagst, vom Budget weit über uns. Und wir haben diese Mannschaften genauso geschlagen und wir waren die bessere Mannschaft. Und wir haben die Punkte, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel haben wir gemacht? 27. Von diesen 27 Punkten waren vielleicht ein, zwei Punkte, wo wir Glück gehabt haben. Viktoria daheim zum Beispiel, wo uns der Erdmann den Punkt festgehalten hat. Aber sonst könnte ich mich jetzt an gar nicht viele Spiele erinnern, wo ich sage, da haben wir Glück gehabt und das war wirklich nur, dass wir sie hinten eingestellt haben oder was, das machen wir sowieso nicht. Also das war alles wirklich verdient und durch harte Arbeit von allen, was halt da bei uns im Verein mithelfen. Und es war schön, dass wir dann eben so performt haben, wie wir dann am Schluss performt haben. Dieses Hühnchen rupfe ich gerne mit dir. Diese Message ist mir nämlich zugetragen worden. Aber es... Du kennst mich, ich rede mich nicht auf irgendwas aus. Dieses Hühnchen rupfe ich gern mit dir. Mhm. Ich spiele gern. Nein, ich weiß das mehr, klar, denn auch in der Vorbereitung ist nicht das Wichtigste, ob man das Spiel gewinnt, aber in der Vorbereitung die Testspiele sind jetzt ein anderer Maßstab. Das ist, weiß man eh schon, du bist auch lang genug dabei. Man wechselt viel, es kommt auf die Gegner, gegen wem spielst du? Einer spielt gern gegen schwächere Mannschaften, andere spielen gern gegen nur stärkere Mannschaften. Da wirst du halt nicht so viel gewinnen wie vielleicht gegen schwächere Mannschaften. Dann hast du auch wieder Phasen, wo du viel trainierst. Dann schaut die Leistung im Vorbereitungsspiel nicht so gut aus. Und dann kommen auch Resultate zustande, die jetzt vielleicht für dich, so, wo du sagst, den Gager ist wurscht, ob er verliert, das ist mir nicht wurscht, aber ich kann das dann richtig einschätzen, die Vorbereitungsspiele, und ich weiß auch dann manchmal, warum wir nicht so gut gespielt haben oder warum man dann das eine oder andere Spiel auch verliert, gegen einen Gegner, gegen den man normalerweise nicht verliert. Dankeschön für diese Erklärung. Bitte. Das einzige, wie wir nennen es jetzt Problem, weil sonst hätte ich ja keine negativen Sachen gefunden bei eurer Saison. Es hat nicht wirklich einen Torjäger gegeben, aber das muss man wieder der Mannschaft zugutehalten. Es hat sich aufgeteilt und dann braucht man ja so einen präsenten Stürmer, der trifft nicht wirklich, oder? Wir haben schon mal darüber geredet, aber trotzdem so ein richtiger Torjäger, der vielleicht seine 15, 20 Tore schießt in der Saison, habt ihr auch nicht wirklich trainiert. Würde so einer fehlen oder passt er, glaubst du, gar nicht in dein Konzept rein? Nein, also wir haben nochmal mit Jasmin Delic einen richtigen Goalgetter, der aber jetzt in dieser Saison, glaube ich, bis jetzt drei oder vier Tore geschossen hat. Drei. Ja, drei. Aber das ist nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, ob wir die Tore machen. Ja? Wenn wir jetzt da die Tore nicht gemacht hätten, dann hätten wir wahrscheinlich ein Problem gekriegt. Und auch keinen Stürmer gehabt, der mehrere Tore schießt, so wie du angesprochen hast. Aber in unserem Fall war das eben nicht der Fall. Es sind andere in die Bresche gesprungen oder es war sehr gut aufgeteilt, ja, die Tore. Es haben sich viele Spieler in die Torschützenliste eingetragen. Das kann man auch wieder positiv sehen. Und wenn man 27 Punkte macht als Team in der Linien,
dann ist mir egal, ob unser Top-Stürmer ein Tor geschossen hat oder 27. Der Erfolg der Mannschaft ist wichtig und der war da, der war gegeben. Und es ist halt auch so bei uns, oder vielleicht war das auch in die Jahre davor ein bisschen anders, es ist halt auch so, dass unsere Stürmer sehr gut mitarbeiten in der Defensive, dann vielleicht ab und zu einmal dann die Kraft nach vorne oder die letzte Konzentration beim Abschluss fällt. Und, aber das nehme ich gerne in Kauf. Wenn sie so arbeiten für die Mannschaft in der Defensive, dann habe ich kein Problem damit. Und die Tore, es werden auch wieder unsere Stürmer, oder jetzt war beim Spiel gegen Brugg hat der Ogda Yendi 3 Tore geschossen. Also wenn es weitergegangen wäre, wer weiß. Also Neuzugang, ja. Und hätte aber vielleicht, weiß ich nicht, in die nächsten Spiele oder dann auch der Dela oder der Eichi oder wer auch immer, der Manuel oder alle unsere Offensivspieler. Das ist im Fußball oft auch so. Das kannst du dann oft nicht erklären. Ja. Aber wie gesagt, wenn der Erfolg der Mannschaft da ist, ist das für mich jetzt nicht überhaupt kein Problem. Du hast ihn mal angesprochen, ich möchte nochmal zurückzukommen auf ihn. Jasmin Delic, Routinier-Kapitän, nicht mehr der Jüngste, 37 Jahre, aber ein Vollblutstürmer, so wie du gesagt hast. Ich glaube, körperlich gibt es nicht viele, die ähnlich gut beieinander sind wie er. Vielleicht hat er hin und da ein Zwicken von der Arbeit auch noch, weil die auch sehr hart ist für ihn natürlich. Mhm. Jetzt ist eine lange Pause gewesen. Jetzt haben wir seit März nicht mehr gespielt. Wir wissen nicht, ob wir im September spielen. Glaubst du, sind für solche Spieler wie ihn, der 37 ist, jetzt so, dass man sagt, okay, jetzt habe ich 6 Monate nicht gespielt, jetzt höre ich vielleicht auf, vielleicht ist der richtige Zeitpunkt. Ist das so oder glaubst du, dass er dein Einsatzstürmer, dein Kapitän, dein Routinier in der Mannschaft bleibt? Ja, das ist ganz sicher, dass er mein Kapitän bleibt. Das ist schon fix. Ja. Mit ihm hat unser sportlicher Leiter, der Branko Majic, schon gesprochen. Alles klar zwischen uns. Und er ist einfach ein Vorbild in alle Bereiche. Und diesen Mann muss man dabei haben, diesen Mann, der ist ein richtiger Kapitän, ein richtiges Vorbild, wie du sagst, vom Körperlichen sowieso. Die Heimprogramme, was er mir schickt, ist sensationell und wie gesagt, ehrgeizig. Es ist so ein richtiger, ich liebe ihn, weil er so ein richtiger von der alten Schule noch ist und dieser Mann ist so ehrgeizig, will kein Trainingsspiel verlieren und das ist in der heutigen Zeit. Da können sich viele Junge ein Beispiel nehmen und ein Scherz runterschneiden. Und der Mann, bin sehr froh, dass er noch ein Jahr oder weiß ich nicht, vielleicht noch 2, aber zumindest die nächste Saison unser Kapitän sein wird. Wann immer sie beginnen wird. Ist er so ein Spieler gewesen, gegen den du nicht gerne gespielt hättest? Weil er ist am Spielfeld ist er schon so ein richtiger. Ja. Es ist schwer, jetzt etwas zu sagen, aber gegen solche wie gegen Dela hätte ich gern gespielt. Das war ein Menü gewesen. Der hätte nicht lang gespielt wahrscheinlich, ne? Er hätte nicht lang gespielt und auch nicht viel Bälle berührt. Kommen wir zurück. Delic bleibt also transfermarktmäßig. Wie schaut es da aus? Hat man da schon jetzt was in Corona-Zeit? Du sagst, viel Zeit hat man ja gehabt. Mit Spielern hat man vielleicht schon gesprochen. Kann man da irgendwas ausplaudern? Bei euch war es ja eigentlich so, es ist relativ ruhig gewesen. Auch nach außen hin. Von den anderen Vereinen, ob jetzt Straßkirchen, Sportclub oder sonstiges, hat man relativ viel gehört. In den Wiener Linien war alles halt ruhig. Ja, das ist halt geschuldet Corona. Ja, das ist einfach, ich glaube, für alle Vereine schwierig, etwas zu planen, auch vom Finanziellen her, vom Budget her. Ja, und bei uns ist es halt so, was der Verein mit den Spielern ausmacht oder was er halt anbietet, das muss er auch dann, das will er wirklich auch einhalten. Das ist ja, und das gehört ja so. Und dadurch, wie gesagt, war es jetzt sehr unsicher, aber letzte Woche haben dann, also ich habe vor 2 Wochen mit dem Verein gesprochen, das war, glaube ich, für den Verein auch das Wichtigste, dass wir zu einer Einigung gekommen sind, dass man dann auch im Kader besprechen kann, dass der Branko und ich uns zusammengesetzt haben, wie soll der Kader nächste Saison ausschauen, mit den Voraussetzungen, die wir haben. Ja. Und da sind wir übereinkommen, dass wir halt nicht viel verändern wollen, dass wir unsere Mannschaft, so wie wir es gehabt haben, bis auf 2-3 Änderungen, die wird es immer geben, auch wie gesagt, weiß ich zum Beispiel, Kokolari wird wahrscheinlich zu einem großen Verein gehen und der eine oder andere
ist vielleicht mit seiner persönlichen Situation auch nicht so zufrieden. In einer anderen Situation ist vielleicht der Verein nicht so zufrieden. Und da sind jetzt noch Gespräche diese Woche. Aber ich bin optimistisch, dass wir 95% unserer Mannschaft von der letzten Saison auch verlängern können und dass die dann auch bei uns bleiben. Als Trainer muss man ja dort unterschreiben mit so einer Kantine und so einer Grillstation, Pleskowitzer Burger und weiß nicht, was es alles gibt. Also immer sehr, sehr gut. Pero Brünsch bleibt auch an Bord? Ja, Pero hat auch verlängert, also auch schon gesprochen. Ja, natürlich. Ja. Also das ist auch für mich nicht zur Mannschaft gehört, auch der Co-Trainer, der Tormann-Trainer, der Nigi Thomas und auch der Stefan Stojanovic als Physiotherapeut, aber auch im konditionellen Bereich arbeiten wir viel zusammen. Und der auch einen sehr großen Anteil daran hat, dass die Mannschaft da in einem wirklich sehr, sehr guten körperlichen Zustand, dass wir sie wirklich auch gesteigert haben, von der Vorbereitung im Sommer, wie ich angefangen habe, bis zum letzten Tag, wie die Meisterschaft abgebrochen worden ist. Das war augenscheinlich, dass die Mannschaft in alle Bereiche sich sehr stark verbessert hat. Mhm. Und da ist er auch hauptverantwortlich. Machen wir einen kleinen Abstecher weg vom Team Wiener Linien. Einen Verein gibt es, der ordentlich den Transfermarkt derzeit sondiert. Vor allem ein paar Spieler aus Ebrechtsdorf hat er da im Auge. Wir machen da so einen kleinen Abstecher nach Dornbach zum Wiener Sportclub. Die Dornbacher, die haben am Freitag wieder das Training aufgenommen. Wir waren für sie in der Allszeile mit dabei. Mit der Kamera natürlich und haben uns das erste Sportclub-Training angeschaut. Es darf endlich wieder gekickt werden. Als einer der ersten Clubs der dritten Liga hat der Wiener Sportclub letzten Freitag wieder das Training aufgenommen. Jürgen Schandl und Co. freuen sich natürlich auf die ersten Einheiten. Der Abstand darf dabei nicht fehlen. Ja, weil wir im Trainerteam nicht mehr erwarten konnten, unsere Spieler wieder zu sehen, die Spieler untereinander auch nicht mehr erwarten konnten, sich zu sehen. Wir freuen uns alle drauf, dass es losgeht. Das Wetter ist zwar nicht optimal, aber nichtsdestotrotz haben wir tolle, wie man sieht, englische Verhältnisse und genauso werden wir heute auch trainieren. Fußbälle oder doch wieder die Pulsuhren. Für Trainer Robert Weinstapel gibt es jetzt nur noch ein Trainingsgerät. Nur Bälle. Ich glaube, die Pulsuhr war in den letzten 6, 7, 8 Wochen hauptsächlich ihr Begleiter. Jetzt geht es nur ums balltechnische Training. Das Training soll ihnen einen Spaß machen. Darum wird es in den nächsten 3, 4 Wochen gehen. Nur welche Bälle? Vielleicht dann doch die Medizinbälle? Die lassen wir überhaupt weg. Also kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal mit Medizinbälle trainiert habe. Die abgebrochene Meisterschaft beendete der Sportclub auf dem guten 4. Tabellenplatz. Trotzdem wird es einige Veränderungen im Kader der Dornbacher geben. Die Gespräche laufen schon auf Hochtouren. Gespräche gibt es genug, Neuigkeiten gibt es nur dahingehend, dass Luka Gusic heute bei uns mittrainiert. That's it. Mehr gibt es noch nicht offiziell zu sagen. Die Kultur macht den Saisonstart im August vielleicht möglich, denn ab diesem Monat sollen bei Veranstaltungen wieder bis zu 1000 Besucher erlaubt sein. Für den Sportclub wäre das natürlich ein großer Pluspunkt. Glaube ich schon, war sehr positiv, glaube ich, für den Fußball, dass das ab August wieder möglich ist. Und ich gehe davon aus, wenn die Zahlen gering bleiben an Infizierten, dass wir dann vielleicht im September, vielleicht sogar schon Ende August, aber spätestens im September wieder in die Herbstmeisterschaft hineinstarten können. Wir würden es uns wünschen. Noch ist es aber nicht so weit. Die Punktejagd muss noch warten. Auch auf die Zweikämpfe und Matches wird derzeit noch verzichtet. Trotzdem steht man wieder am Trainingsplatz. Genau so ist es. Lockeres Training mit dem Ball, Passübungen. So gut es geht, natürlich vielleicht auch Rondoformen mit Distanz. Torabschlüsse ganz wichtig. Diese Dinge stehen am Programm zweimal in der Woche und das bis Mitte Juni. Man darf eines nicht vergessen, dass es viele Spieler freiwillig machen. Trotz alledem sind bis auf 2 Spieler, die leider arbeiten müssen, alle Spieler anwesend. Wir haben heute über 20 Spieler am Platz, werden natürlich die Abstände einhalten, auch die Hygienemaßnahmen. Aber es soll jetzt einfach das Balltechnische im Vordergrund stehen, der Spaß. Da sind wir auch gut vorbereitet und ich glaube, dass wir auch die richtige Balance finden werden zwischen Spaß, aber der Inhalt der Übung soll natürlich auch einen Sinn machen. Einige Vereine der dritten Liga nehmen das Training aber noch nicht auf. Sie haben keinen Stress und lassen die Dinge auf sich zukommen. Kann ich nicht verstehen, ja, weil meiner Meinung nach macht jedes Training einen Sinn und
der Fußball ist ein Mannschaftssport. Ich glaube, dass sich die Jungs gerne sehen, dass sich die Jungs ganz einfach am Platz gerne auch die Bälle zuschießen. Der Spaß ist da. Man darf sich zwar vor dem Training, nach dem Training nicht sehen. Ja. Das ist natürlich das, was wegfällt. Aber nichtsdestotrotz, man sieht sich am Platz. Man hat sich jetzt 8 Wochen nicht gesehen. Und deshalb freuen wir uns ganz einfach nur drauf. Und für mich macht jedes Training einen Sinn. Ja, der Sportclub also trainiert wieder. Wie schaut es eigentlich mit dem Team Wiener Linien aus? Hat das Training wieder aufgenommen oder sagt man da eher so, ich habe jetzt keine Meisterschaft, es geht um nichts. Wie soll ich meine Mannschaft jetzt einstellen, motivieren auf etwas, was es nicht gibt? Na, der Verein hat bei uns jetzt einmal generell gewartet auf die Verordnung, die da rauskommen hätte. Also was jetzt rausgekommen ist, glaube ich, die letzte Woche. Wo dann die ganzen Vorgaben drinnen stehen, was man überhaupt machen muss, was man beachten muss und so weiter. Und also ab Freitag wäre es möglich, aber wir haben uns entschlossen, auch diese Woche noch nicht zu beginnen. Erst wahrscheinlich mit Montag, also nächste Woche am 25. Mai, werden wir einmal zweimal in der Woche, denke ich mal. Training, glaube ich, kann man das nicht nennen. Das ist halt einmal wieder nettes Zusammenkommen, Bewegungstherapie, dass man sich wieder einmal trifft, dass man sie wieder austauschen kann, vielleicht mit den einen oder anderen noch, wo es vielleicht noch nicht so klar ist für die nächste Saison, vielleicht noch einmal Gespräche zu führen, das sehe ich eher, als wie, dass ich sage, wir trainieren da. Training, man darf ja auch nicht richtig trainieren, ne? Dieser Abstand von 2 Metern, ja. So hat man ja früher auch Fußball gespielt, oder? Ja. Zu deiner Zeit, ja. Oder war das noch früher? Es ist halt schwierig, ja. Es ist schwierig, ich denke, und nicht nur das mit den 2 Metern, sondern ja, mit nicht duschen gehen und schon hinkommen, umzogen und. Also viele Dinge, wo man, glaube ich, für mich auch ist entscheidend, wir haben noch kein Ziel, wenn die Meisterschaft beginnt. Ja. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig, ja, dass ich sage, okay, ich weiß, wann die Meisterschaft beginnt und dann weiß ich auch, wann ich mit dem Training beginnen will. Jetzt trainiere ich oder triff ich mich mit der Mannschaft, ja, klar, ich will sehen meine Spieler und hin und her. Für mich ist kein Problem, aber es soll Sinn auch machen. Ja. Und nicht nur, dass ich halt am Platz stehe und wie du gesagt hast, mit 2 Metern Abstand und dann da bleiben, glaube ich, nicht viel Übungen über, die dann wirklich Sinn machen. Ja. Es ist mehr so Spaßtraining oder ein bisschen die Spieler, dass sie ein bisschen Abwechslung zu ihrem Heimprogramm und das zu ihren Läufen, wo du immer an Arena musst, okay, dass du vielleicht wieder einen Spaß mit den Mannschaftskollegen hast. Jetzt soll ja, eine Verordnung ist herausgekommen und jetzt soll ja irgendwie auch so Kulturveranstaltungen erlaubt werden, wieder mit ein paar Zuschauern. Anfang August sollen dann auch wieder 1000 Zuschauer bei solchen Veranstaltungen, natürlich mit Auflagen, erlaubt sein. Glaubst du, könnte das auch für den Fußball gut sein? Und auch die jetzige Bundesliga, die dann Anfang Juni beginnt, dass man da auch hat, okay, man steckt sich eigentlich am Fußballplatz nicht wirklich an und dann kann man eventuell im August oder Anfang September mit der Meisterschaft starten. Glaubst du, dass es darauf hinauslaufen wird oder glaubst du, dass es noch länger dauern wird? Nein. Also ich glaube jetzt von den Zuschauerzahlen in der Regionalliga, also ist es überschaubar, außer ein Sportclub, der wirklich da heraussticht. Alle anderen fordert man jetzt keine Mannschaft so auf die Schnelle ein, die mehr als wie 200, 300 Zuschauer hat. Und von daher denke ich, dass das kein Problem ist. Oder viele Spiele finden fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, muss man ja wirklich sagen, leider in der Regionalliga. Also von daher sicher im August, September, so wie es jetzt momentan ausschaut. Wie gesagt, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber so wie man jetzt den Verlauf und die Maßnahmen, wenn man das verfolgt, denke, dass es auf jeden Fall August, September möglich sein müsste, auch in der Regionalliga Fußball zu spielen, mit Zuschauern. Wann würdest du so gerne auch von der Regierung oder eben auch vom Verband dann hören, wir starten mit der Meisterschaft am so und so, sollte das so schnell wie möglich auch passieren? Oder glaubst du, kann man sich da wirklich noch bis Mitte Juni, Juli Zeit lassen damit oder ist das dann schon zu eng alles? Wie gesagt, ich weiß nicht, auf was jetzt genau noch gewartet wird. Das weiß ich nicht. Aber natürlich, also für jeden Verein, für die Spieler, für Funktionäre ist es einfach
unerlässlich, dass sie wissen, wann die Meisterschaft beginnt. Weil sonst hat das alles keinen Sinn, also meiner Meinung nach. Weil wenn jetzt, weiß ich nicht, im Juli nicht wart, wann die Meisterschaft anfängt, dann weiß ich nicht, dann wird es schon, glaube ich, eng, dass man überhaupt noch in diesem Jahr dann spielt vielleicht. Was man ja, weiß ich nicht, gerüchteweise, aber wie gesagt, Gerüchte, es gibt viele Gerüchte momentan, aber ich glaube, das ist einfach, weil das hat man ja, man hat es glaube ich auch jetzt gemerkt in der deutschen Bundesliga, ja, wo die auch sehr lange nicht gewusst haben, ja, können jetzt starten oder nicht, das ist diese Ungewissheit, ja, und das ist bei uns halt auch, ja. Und so wie es war, wie geht's, schon wie die Meisterschaft abgebrochen worden ist, diese Ungewissheit, wie geht es jetzt weiter? Und du weißt dann nicht, was passiert, und jetzt genauso. Diese Ungewissheit, spielen wir überhaupt? Wann spielen wir überhaupt? Wann kann ich dann mit Training anfangen? Das ist eigentlich das Schlimmste an der Situation, meiner Meinung nach. Eine Neuigkeit für die neue Saison gibt es schon. Der Meister ASK Ebrechtsdorf wird nicht mehr in der dritten Liga spielen. Sie werden absteigen, ziehen sich zurück, werden in der Gebietsliga spielen. Jetzt hat die Liga nur noch 15 Vereine. Wünschst du dir einen 16. oder glaubst du, dass es mit 15 gespielt wird? Oder kannst du sogar noch einen Verein treffen, der auch sagt, nein, wir können das nicht mehr stemmen, wir gehen runter? Also ungerade will ich auf keinen Fall. Das haben wir eh schon erlebt dann mit der Wiener-Geschichte damals, glaube ich, wo dann die Wiener, ich glaube im Winter dann, ne, da haben wir dann noch mit Mansdorf dieses vorgezogene Spiel gespielt und auf einmal waren sie weg und so. Und dann war immer eine Mannschaft spielfrei und das, also das ist, glaube ich, das gehört sich nicht. Wie das aber dann gemacht wird mit den Aufsteigern, das ist auch wieder, aber es meiner Meinung nach kann es halt nur fair ablaufen, wenn die Meisterschaften beendet werden, aber das ist leider nicht passiert. Und von daher wird es immer wieder, jetzt da wird es keine faire Lösung geben. Ob das dann, ich weiß nicht, ob das dann vom Burgenland der Meister oder wird es Siegendorf ist oder Werdohler in Frage kommt. Vienna, natürlich ein Wahnsinn, ist zu 99,9% gegessen normal gewesen und haben auch extrem viel investiert, haben eine super Mannschaft und spielen noch ein Jahr in der Wiener Liga. Wahnsinn eigentlich. Oder Rätz, Gottingbrunn, wo auch, aber wo wieder dann, wenn es Gottingbrunn ist, Rätz wahrscheinlich irgendwas auszusetzen hat oder umgekehrt. Das ist schwer, aber nie ungerade. Das war. Aber ich glaube auch, wie du richtig sagst, ich glaube, das wolltest du auch ansprechen, ich glaube, dass das noch nicht so in trockenen Tüchern ist, dass die Regionalliga mit 15 Vereinen Stand jetzt beginnen wird. Also da glaube ich, da gibt es viele Vereine, die noch auf sehr viel Unterstützung von der Regierung her warten und da, die wird aber dann, glaube ich, nicht so ausfallen, wie vielleicht die Vereine erhoffen. Und oder erst 2023. Ja, oder erst später halt oder zu spät. Und ich glaube, das ist meine Einschätzung, meine persönliche Meinung, leider, dass es viele Vereine treffen wird, die wahrscheinlich entweder so machen wie Ebrechtsdorf oder vielleicht dann ganz von der Bildfläche verschwinden. Du hast es angesprochen, es ist nicht einfach. Die Wiener war Erster in der Wiener Stadtliga, auch Herbstmeister mit, glaube ich, 6 Punkten Vorsprung. In Burgenland war eigentlich Deutschkreuz Herbstmeister und jetzt ist Siegendorf vorn und in Niederösterreich ist jetzt Retz vorne, aber Gottingbrunn hat ein Spiel weniger und nur einen Punkt weniger. Also diese Konstellation wäre eigentlich nur so, dass man sagen könnte, okay, eigentlich ist nur die Wiener der Verein, der aufsteigen dürfte, weil es 6 Punkte vorne sind. Sie waren Herbstmeister. Bei den anderen Vereinen wäre es halt alles ein bisschen eine strittige Sache. Ne? Absolut, absolut. Will ich nicht entscheiden, muss ja, ich ehrlich sagen. Ja, aber auch bei der Wiener wird dann, ich weiß nicht, wer, ich glaube, Austria 13 ist Zweiter oder Elektra. Auch da werden sie dann wieder sagen, wir hätten nur eine Chance gehabt wahrscheinlich. Ja, natürlich, theoretisch schon, aber nein, das ist, es geht einfach nicht anders. Also, ich hätte mir auch gewünscht, dass unsere Meisterschaft nicht so früh abgebrochen wird, sondern es ist immer darum gegangen, die Vereine wollen, dass sie eine Planungssicherheit haben. Also ich kenne keinen Verein, der jetzt da eine Planungssicherheit hat. Also es hat sich die Situation hat sich nicht positiv verändert, weil die Meisterschaft abgebrochen und annulliert worden ist. Ja, weil
Das Einzige, was passiert ist, ist, dass die Mannschaften, die einfach schlecht oder fast nichts geleistet haben, die sind belohnt worden. Ne? Die gefallen sich, sind nächstes Jahr wieder in jeder Liga, wo sie waren. Und das ist das einzige Positive, also für denen Positive. Ansonsten ist da nichts Positives dabei. Herbert, Gratulation nochmal zum 6. Platz. 27 Punkte nach 18 Runden leider abgebrochen. 13-0 gegen Bruck am Ende. Gab es dann am Ende der Saison einen Sieg noch? Ja, so kann man quasi eine Saison auch beenden, leider viel zu früh. Aber vielleicht auch nächstes Jahr wird man dann die Ziele vielleicht ein bisschen höher stecken wieder. Man sagt ja immer, vielleicht. Man muss die Kirche im Dorf. Genau, du hast das seit schon ein paar Mal. Du musst halt ein paar 2 Euro ins Phrasenschwein reinschmeißen. Aber man muss schon, also wie gesagt, das war. Da hat vieles dann sehr gut zusammengepasst, man hat sich sehr gut zusammengefunden und unser Ziel muss es sein, natürlich das zu wiederholen, aber das heißt noch lange nicht, dass man wieder 27 Punkte nach 18 Runden vielleicht nächste Saison hat. Aber wie gesagt, es ist eine Stufe, eine Latte, die wir uns ja, gelegt haben. Und ich kenne keinen, der vielleicht dann in der nächsten Saison schlechter sei, wie in der vorhergehenden Saison. Aber nochmal, wir sind ein kleiner, wirklich lieber guter Verein. Und immer bescheiden bleiben, demütig und die Großen ärgern und immer auf uns schauen, dass wir eben so, wie wir jetzt da aufgetreten sind, dass uns das auch in der nächsten Saison hoffentlich sehr oft gelingt. Dann sage ich danke. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wenn die nächste Saison startet, wenn die Meisterschaft ist, dann sind wir natürlich auch wieder beim Team Wiener Linien dabei. Wegen der Kantine kommst du hast du ja gesagt. Nicht? Natürlich, oft, ja. Ne? Normal ist das immer gewesen. Flo Heidfeld ist immer gegangen im VIP-Club und so, nicht? Und die haben arbeiten dürfen. Aber hin und wieder nach dem Spiel gönne ich mir dann beim Team Wiener Linien auch sowas. Sehr oft hat es aber keiner von euch beiden gekommen. aber du hast ja immer sehr gut getippt. Auch das wollte ich auch noch. Danke auch nochmal. Das ist auch natürlich ein Hauptgrund gewesen für die tolle Saison. Du hast immer mich, Bero, besonders da und meine Spieler natürlich motiviert. Sehr, sehr gut, top motiviert. Und weil du hast denen immer eigentlich sehr wenig zugetraut, aber sie haben dich sehr oft eines Besseren belehrt und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Schon, aber ich habe immer viele Punkte gehabt. Also. Ja, aber nicht von den Spielen vom Team in der Linie. Also, die Punkte hast du woanders geholt. Ein Duell gibt es ja noch, das möchte ich ja noch ansprechen. Wir haben ja so eine neue Rubrik jetzt bei uns in der dritten Liga. Früher hat es geheißen, wer weiß mehr, da kann ich mich erinnern, Pero Brünsch mit Herbert Gaga. sensationelles Duo gewesen. Ja. Jetzt haben wir Stadtland Fluss dritte Liga Ostliga Edition. Da lade ich euch zwei natürlich sehr herzlich wieder ein, das zu spielen, weil das will ich mir nicht entgehen lassen. Also dieses Duell, wir haben jetzt übrigens, ja, also das Duell Anberger gegen Strapajevic, das wird auch diese Woche noch kommen und auch das war sehr lustig. Das glaube ich. Da hat sich Günther Anberger kurz mal verabschiedet. Hat er nachschauen müssen irgendwas, oder? Ja, ich verrate nicht so viel, aber er ist dann komisch wieder zurückgekommen. Okay. Also muss man er hat auch einen Joker, Telefonjoker. Vielleicht. Das weiß ich jetzt nicht. Das lassen wir jetzt offen. Aber Herbert, das spielen wir, das müssen wir noch spielen. Kein und Problem. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Sendung angekommen, aber ich darf mich verabschieden und sage bis zum nächsten Mal in der dritten Liga bei uns hier auf krone.tv. Wiederschauen.